Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause und im Stream. Der Verbraucherschutz im Internet ist eine wichtige Aufgabe. Der Verbraucherschutz in der Offline-Welt auch. Verbraucherschutz ist grundsätzlich wichtig, da gibt es keinen Unterschied zwischen On und Offline. Ich finde es zunächst einmal positiv, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen die Mühe gemacht haben, die große Anfrage zu stellen. Ebenso wie sich die Landesregierung die Mühe gemacht hat, diese so umfassend in einem 125-Seiten-Werk zu beantworten. Dennoch ist es eigenartig, Herr Höhn hat gerade schon darauf angespielt, wenn eine Regierungsfraktion quasi die eigene Landesregierung fragt, wie toll diese Landesregierung doch ihre Aufgaben zum Verbraucherschutz im Internet wahrnimmt. Da müssen die Warnlampen angehen. Ein Beispiel. Da wird ein E-Mail-System mit eingebauter Behördenmitschnittstelle, ich meine damit DE-Mail, einfach mal als sicher bezeichnet. Diese butterweiche Fragestellung ermöglicht der Landesregierung problemlos, die bisherigen Prospektaussagen zum Behördenprodukt DE-Mail zu wiederholen. Ein anderer Punkt, Medienkompetenz. Dieses Wort kommt sage und schreibe 141 Mal auf den 125 Seiten der Antwort der Landesregierung vor. 141 Mal das Wort Medienkompetenz, aber keine Aussage dazu, dass heute immer noch Menschen ihre Lehrerausbildung abschließen können, ohne belegt haben zu müssen, dass sie Medienkompetenz überhaupt vermitteln können. 141 Mal das Wort Medienkompetenz, aber keine Verankerung des Themas in den Lehrplänen der Schulen. Ja, Sie schreiben, man sollte in Kitas anfangen mit der Vermittlung von Medienkompetenz. Das ist gut. Aber wer soll doch das Wissen vermitteln? Es kennt sich doch niemand aus. Den Betreuern doch per Wochenendseminar die Befähigung zu vermitteln, Medienkompetenz zu lehren, das funktioniert nicht. Ich sehe hier in der Antwort zur großen Anfrage in erster Linie einmal eine Bankrotterklärung und eine Kapitulation vor dem Thema und das 141 Mal. Dabei ist Medienkompetenz der Kern- und Knackpunkt des Verbraucherschutzes im Internet. Denn gesetzliche Regulierungen, erst recht auf Landesebene, haben eben nur sehr begrenzt Wirkung. Das Internet hat keine Grenzen und das ist auch gut so. Unserer Überzeugung nach ist der Weg der Aufklärung und Befähigung der Menschen, mit den Anforderungen der Internetnutzung umzugehen, der richtige Weg. Dies beinhaltet auch Wissensvermittlung, wie man sich am besten schützt, auch vor Betrug und Datendiebstahl. Bei der Antwort auf die Frage 183 zum Beispiel sagt die Landesregierung, dass technischen Schutzlösungen, zum Beispiel datenschützenden Browser-Add-ons, dass sie denen skeptisch gegenübersteht, da sie technisches Verständnis erfordern. Meine Damen und Herren, genau darum geht es doch bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Sie können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass Sie Wert auf die Vermittlung von Medienkompetenz legen und auf der anderen Seite annehmen, dass die Leute damit überfordert sind, ein einfaches Browser-Add-on zu installieren. So unfähig sind die Menschen in unserem Land nicht. Zum zweiten Teil des Titels Ihrer großen Anfrage, Freiheit des Internets sichern, habe ich leider weder eine Frage noch eine Antwort gefunden. Hier nochmal eine klare Aussage zum Verzicht auf die Vorratsdatenspeicherung oder ein paar Vorschläge, wie mit der andauernden Überwachung umzugehen ist, hätte ich erwartet, leider Fehlanzeige. Ich möchte an dieser Stelle mit der Kommentierung der großen Anfrage bewenden lassen. Ich sehe hier auch für uns viele Aufgaben vor uns liegen, um Verbrauchern, letztendlich auch allen Bürgern die Fähigkeit zu vermitteln, den Risiken des Internets umzugehen und die Chancen unserer digitalisierenden Gesellschaft zu nutzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.